Servus und moin moin. Ich bin's wieder, der Piet. Heute mal mit meinem Multiplayer-Profil, weil ich euch was zeigen wollte. Und zwar ist die Beta raus. Die 1.37 Beta ist raus. Das wollte ich euch mal zeigen. Die Scheibe habe ich schon offen. Auf beiden Seiten. Gehen wir mal rein. Mal gucken mal. Da ist er offen. Und da. Machen wir mal zu. Oh, der Blinker hört sich anders an. Jetzt warten wir hier sowieso noch. Da kann ich euch mal was zeigen. Und zwar bei den Tastenbelegungen. Das ist neu. Nichts, 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 nichts. Hier, die Fenster kann man auf und zu machen. Die habe ich mir jetzt schon so vergeben. Und man kann wohl jetzt hochsteigen. Laufmodus vorwärts, rückwärts, links, rechts, in die Hocke gehen und rennen. Jo. Die anderen Sachen habe ich aber durchgeguckt. Man kann hier bei Audio jetzt einiges eingeben. Richtig viel sogar. Sein soll. Das habe ich mir selber aber auch noch nicht angeschaut. Das ist beim Tobi-Ei, was ich ja auch habe. Soll was Neues bekommen sein. Automodus habe ich sowieso immer aus. Also ich kann noch nichts entdecken. Zudem sind vier Städte in Frankreich überarbeitet worden. Ja, und sowas wie der Blinker hier. Machen wir mal auf. Oh, die Hupe, wenn ich nicht mehr auf die Hupe drücke, dann geht die trotzdem noch 2-3 Sekunden. Jetzt nicht so schlecht, aber ob da jetzt extra so ein riesen Update. Das Update ist übrigens richtig groß. 4,5 Gigabyte groß. Was ich jetzt noch mal schauen wollte. Wir gehen jetzt einfach mal hier. Straßenmanager. Und zur Garage kaufen. Da haben wir Straßburg. Straßburg soll überarbeitet worden sein. Machen wir doch mal da eine Schnellreise hin. Okay, wir fahren los. Handbremse ist wieder angezogen. Und schauen uns doch einfach mal in Straßburg um. Wie gesagt, die Stadt soll ja neu gekommen sein.
Alles frei. Sieht jetzt so aus wie ein Hof wie immer. Naja, ob sich jetzt der Blinker besser anhört als vorher, wage ich zu bezweifeln. Aber mit dem Sound, das muss ich mal einstellen. Der dann auch, das ist immer ein bisschen lang, bisschen geräuschlos hier. Ups. Die Motorgeräusche hat man so gut wie gar nicht. Lass uns mal schauen. Audio. LKW-Motors. Auspuff. Hört sich schon besser an. Also, das hört sich so ein bisschen hohl an, und wenn man mal guckt draußen, was für Auspuffrohre ich da dran habe. Aber bei Straßburg kann ich jetzt noch nicht viel erkennen, dass hier viel neu sein soll. Ah, Einkaufszentrum. Vielleicht die Autobahn auf- und abfahren. Zu, dann hat man gar nichts mehr. Hm. Ich weiß nicht. Sie sah die schon immer so aus? Das ist... sowas könnte neu sein. Da würde ich gerne reinfahren, nach links.
so ist es ganz schön. Aber so viel kann ich da jetzt auch nicht Neues entdecken. Es ist halt, wenn man viel Promot spielt. Und jetzt hier waren wir dann schon überall wieder. Scania-Händler. Also das mit dem Sound ist ja schön und gut, aber fahr jetzt mal von außen an. Ist übrigens die Lackierung, die die TP-Logistik im Multiplayer hat. Eigentlich müsste es ja jetzt richtig gescheppert haben. Oh, sorry. Hier gibt es auch nichts Neues wahrscheinlich, ne? Nö. Ach, jetzt wollte ich doch. Was es aber gibt, sollte ich noch gezeigt haben. Aufliegerhändler. Schwarzmüller. Die gibt es jetzt. Natürlich auch verändern, klar. Boah, die sind sehr groß, die Schilder. Sieht cool aus. Ja, und jetzt kann man nämlich hier. Kann man nämlich. Dann umlaufen. Und sich den angucken. Aber das geht ja mit dem Tobi einer nicht so gut. Das kann ich mal schon mal sagen. Firmenlackierung basteln. Was ist denn jetzt noch wieder raus? So. Für den Trailer. Ich finde es auf jeden Fall gut. Und den gibt es auch hier. Also ich werde weiterhin mit dem Standard fahren. Ja, definitiv so. Vorne so. Jo. Aber nicht schlecht. Ich habe ja jetzt hier schon nur eine Achse hinten und der steht schon sehr weit weg. Naja. Eben das, was er haben will. Achso, jetzt wollte ich nochmal schnell was gucken.
Naja, gibt's nur in einfach. Okay, kein Double oder sonstiges. Schön. Dann wisst ihr auch Bescheid. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.